In Potsdams historischer Mitte, genauer gesagt am Neuen Markt, befindet sich das Kutschstall-Ensemble. Schon seit der Zeit des großen Kurfürsten im 17. Jahrhundert gab es an diesem Ort königliche Pferdeställe. Friedrich II. Ließ den Neuen Markt im 18. Jahrhundert großzügig ausbauen. Das repräsentative Kutschstallgebäude, wie wir es heute noch sehen, ist aber erst nach seinem Tod entstanden. 1789 wurde der Bau mit der frühklassizistischen Fassade fertiggestellt. Im Erdgeschoss befanden sich damals Boxen für rund 100 königliche Kutschpferde. Im niedrigen Geschoss darüber waren die Stallburschen und Vorreiter untergebracht. An diese einfachen Hofbediensteten erinnern noch heute die Skulpturen auf dem Dach des Hauses. Zentral wurde hier ein Kutscher mit einer Quadriga verewigt. Vorbild für ihn soll Johann Georg Pfund gewesen sein, der Leibkutscher Friedrich II. Noch bis 1918 waren im Kutschstall königliche Pferde untergebracht. 1918, mit dem Ende der Monarchie, wurde das Gebäude dann natürlich, ich will nicht sagen zweckentfremdet, aber in seiner Bedeutung verändert. Es wurden nämlich Polizeipferde hier untergebracht, also weiterhin Pferde, aber natürlich nicht mehr die des Hofes. Es gibt dann eine rasche Folge sozusagen von Wandel in der Zweckbestimmung. Dann teilweise gab es hier mal Lagerstätten, Werkstätten, einen Obst- und Gemüsemarkt. Zum Schluss, bis unmittelbar nach der Wende, war hier tatsächlich ein Obst- und Gemüsehandel untergebracht. Und vor etwa 10 Jahren hat man sich dann entschlossen, hier das neu gegründete Haus der brandenburgisch-preußischen Geschichte unterzubringen. Eben wegen der günstigen Lage im Stadtraum und natürlich, um dieses Baudenkmal seiner Bedeutung entsprechend auch zu nutzen. Und so finden die Besucher der Landeshauptstadt Potsdam heute unweit vom Bahnhof, dem Filmmuseum und der Innenstadt ein einzigartiges Museum vor, das sich der brandenburgisch-preußischen Geschichte widmet. Wir zeigen hier eine Dauerausstellung zur Landesgeschichte. Das heißt, sie fängt an eigentlich in dem Moment, wo Brandenburg als historische Einheit die europäische oder deutsche Landkarte betritt, also so im hohen Mittelalter. Und endet mit der Neugründung des Landes Brandenburg im Jahr 1990. Das heißt, es ist ein Rundgang durch die Geschichte der Region, durch die Geschichte des Landes, mit dem Ziel, einmal Basisdaten tatsächlich zu vermitteln, also ein Grundwissen. Aber es geht auch um Alltagsgeschichte, es geht um den Kartoffelanbau, es geht um zum Beispiel die Frage, welche Rolle spielte der Pestfloh im Dreißigjährigen Krieg. Und es ist uns ganz wichtig, dass wir nicht nur die ältere Geschichte des Landes erzählen, sondern auch die Zeitgeschichte. Also sagen wir die Geschichte des 20. Jahrhunderts bis in die jüngste Vergangenheit. Eine Ausstellungseinheit, die wir erst vor einiger Zeit neu eingerichtet haben, beschäftigt sich sehr eingehend mit der DDR-Zeit in Brandenburg, insbesondere eben mit der Frage auch, wie der Alltag in der Diktatur erlebt, wahrgenommen und verarbeitet wurde. Auch Führungen und Veranstaltungen finden regelmäßig im Haus der brandenburgisch-preußischen Geschichte statt. Und neben der Dauerausstellung sind hier auch mehrmals im Jahr wechselnde Sonderausstellungen zu sehen. Zum 300. Geburtstag Friedrich des Großen im Jahr 2012 geht zum Beispiel eine Sonderschau der Frage auf den Grund, ob Friedrich II. Wirklich die Kartoffel in Preußen eingeführt hat. Diese berühmte Geschichte wird aufgeklärt und die Antwort heißt natürlich wie immer Jein. Es wird gezeigt, wie sehr der König sich bemüht hat und welche Verdienste er tatsächlich hat für die Einführung der Kartoffel bei uns. Aber es wird auch aufgeklärt, dass es die Kartoffel natürlich vor ihm gegeben hat und dass natürlich eine ganze Reihe von Faktoren dazu notwendig sind, um so eine Veränderung auf dem Speiseplan durchzuführen.